Schönen guten Morgen. So, ich bin da im Heizraum. Weil da ist die Temperatur einigermaßen zu ertragen. Und ich habe da meine kaputte Motorsäge. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, was das für Teil ist. Ich glaube 5,45. Die erste Zahl kann man echt beim besten Willen nicht hundertprozentig mehr sagen, ob es ein 6er oder 5er war. Und ich habe noch nicht nachgeschaut, ob es Bodymodelle überhaupt gibt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat es mir da die Zündkerzen ausgeballert. Und ich habe gestern beim Landmaschinenmechaniker gestern erfahren, dass das nur bei den Modellen passiert mit der elektronischen Zündung. Also alle neuen Modelle ab, keine Ahnung, ab da, wo sie halt die elektronische Zündung verbaut haben. Da passiert das. Und nur deshalb laut Husqvarna, weil sie haben von der Bundesforschung zwei Sägen drin gehabt, und laut Husqvarna, weil sie da angefragt haben, ja wie und was, haben sie gesagt, das kommt von zu seltenem Zündkerzen tauschen. Wenn man die Zündkerzen so oft tauschen wird, wie es in der Betriebsanleitung steht, darf das eigentlich nicht vorkommen. Und auf mich trifft das eindeutig zu. In den 3 Jahren, seit ich damit arbeite, habe ich die Zündkerzen nie tauscht. Alles klar. Und jetzt habe ich mir da so ein Gewindereparaturset bestellt. Und gutes Gefühl habe ich keins. Aber ich mache das so wie Bungi 81. Danke für die Tipps und dein Video, was du da gerade zufällig gemacht hast. Und ich mache das einfach so, wie er das empfohlen hat. Ich habe jetzt da anständig Fett drauf gepackt. Werde es beim Gewindeschneider nachher auch machen. Und lasse das jetzt einfach einmal alles zusammengebaut. Dann sehen wir schon. Und ich lasse den Kolben jetzt aber fast ganz hier oben. Alles klar, ich hole noch Taschenlampen, dass wir ein besseres Licht haben. So, sehen wir schon. Ich probiere das jetzt einfach. So. Winkel einhalten, hat er gesagt, der Bungi. Mit dem Motorsack geht das ja auch. Zieht es gar rein, hey. Das wird schwierig. Okay, jetzt rein bin ich einmal. Aber noch einmal langsam mit dem frischen Fett. Das scheint gut zu funktionieren. Da am Bohrer ist auch noch ganz nett was. Aber das bleibt super bicken. Super. Lass ich das mal schauen. Dass ich das irgendwie ausgeputzt da. Klopapier. Beseitigt nicht mehr braunen Schmutz.
besser als ein Dolchspänchen. So ein Holzstäbchen. Das ist mal ein bisschen dick. Machen wir mal was. Mal als zum Mitkommen geben. Ja, jetzt schneiden wir mal da Gewinde rein. Also der da, die laufen super noch rein. Zündkerzen und der Grünschneider passen auch zusammen. So halbwegs. Darum sage ich auch ganz so kurz, Gefühl noch wenig da. Aber ich habe kein Sortiment gefunden mit einer anderen Steigung vom Gewinde. Minus 6 oder so. So, wie groß ist denn das? Total ein falsches Gefühl gehabt, aber das. So. Jetzt ist es nicht, oder? Schneid mal. Geht sich das jetzt etwa nicht aus da? Mal gerade und gerade. Gerade und gerade. Das war's wert. Das war's wert. Ich muss noch weiter. Kriegen wir die Späne weg. Die da sich gesammelt haben. Aha. Da sind wir daheim. Da sind wir daheim. Sich schon trauen, dranen. Also ein bisschen Widerstand ist da schon da. Und so viel Gewinde habe ich jetzt auch noch nicht geschnitten. Spüre ich das, wenn der am Kolben anstatt. So, jetzt bin ich dreimal weit genug. Aber ich sag, immer noch besser als die ganze Troppel zerlegen. Da ein Knick. Der Trick mit dem Knick scheint zu funktionieren. Der Trick mit dem Knick. So. Ich hole jetzt ein Benzin zum Spülen. Du hast eine Körbelflasche,
nicht ganz gut ist, also der Tutzen, Flaschel ist eigentlich ein Fuel-Mixer. Ah, der ist von der China Garten Ackerfräse. Da war der Flaschel dabei. Und lustigerweise passt das Gewinde zusammen. Da einfach ein Schleicher aufgesteckt. So. Jetzt lege ich den Kopfball da auf den Tau. Kantien vielleicht. Wenn ich jetzt so einfach auch dran, da bleibt man nicht hängen, glaube ich, am Ding. Am Dingsbums. Das wird interessant. Ich brich ihn jetzt einfach auf. Ja, da liegt jetzt rein. Jetzt probiere ich den auch auszuwaschen. Das gehört. Sonst stehe ich eh vor einem Problem. Ja, Probleme gibt es nicht. Herausforderung. So. Weil nämlich jetzt ist das so, dass da das abgebrochene Teil genau da auf der Seite dran hängt. Aber es wächst nicht, wenn ich mit dem Holzstapler dran fahre. Ich hab's. Da liegt das Ding. Das Dingens. Jetzt hole ich das da noch raus. Schauen wir, ob ich das mit einer Hand schaffe. Eine Hand, zwei Stäbchen. Gerade das wieder reinschupfen war gut. Ah, ich stelle auch wieder daher, ja, das ist mir zu heiß. Kein Bock, dass das wieder da innen liegt. Hey, was ist denn? Okay. Was haben wir da? Jetzt wasche ich das nochmal aus, dass ich da mit deinen Schrauben nicht eventuell noch irgendwie da was Spandeln nochmal versaut habe. Spülen. Okay. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Neue Zündkerze. Was ist mit du? Schaut ganz gut aus. Jetzt
Häuser, Zimtkerzen holen, schnell. Schnell, schnell. Das geht wieder. Einmal habe ich es ja schon verschissen. Das Ganze wieder. Schauen wir mal. Neue Zündkerze. Stimmt, dort rausschraufen. Das passt für die Länge perfekt. Schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Noch. Hochfahrlässig unterwegs. Cool, wie der Bungi 81 gesagt hat, die Hülse bleibt rein. Das passt. Das passt. Jetzt habe ich eine Freude mit der ganzen Sache. Da haben wir jetzt anders, mal so fett, das muss ein gutes Öl sein. Aber so, dass das Ganze mal besser wie ein herkömmliches Gemisch geschmiert ist, haben wir einfach mal eine Umstellung, einen Schluck rein. Yeah.
langem, also das Ganze hat jetzt 2 Wochen hat das Ganze gedauert, bis mein Sarg wieder läuft. Aber nur deshalb, weil ich habe die falschen Spiralen bestellt als erstes. Nicht darauf geachtet, dass ich da Feingewinde brauche. Eigentlich eh klar. Und jetzt habe ich Glück gehabt, jetzt sind die heute gekommen und habe Glück gehabt, dass das andere Gewinde von den Spiralen klein, das Außengewinde kleiner war wie das Außengewinde von den Hülsen. Somit ist sich das ausgegangen, dass das noch haltet. Und super, ich war freut, mein Sarg rennt wieder. Hoffentlich lang. Lang und beständig. Also gut, dann alles klar, bis zum nächsten Mal.